Ja, moin zusammen. Moin auch von mir, hallo. Tag 3 unseres Experiments Opel gegen Tesla. Wir fahren den Opel Corsa E, der hier steht, eine Woche lang. Und heute fahren der Holger und ich nach Hamburg zu Thomas. Genau. Der hat auch einen YouTube-Kanal und der hat über seine Depressionen berichtet. Und wir haben ja auch ein Video gemacht über Holgers Depression. Ich verlinke das hier mal. Das hatte viele Aufrufe und da wollen wir heute drehen. Und deswegen fahren wir mit dem Opel Corsa, hier ist er, nach Hamburg. Ich habe mir allerdings wenig Gedanken gemacht, wo wir laden und so. Das habe ich mir gedacht, dass du dir wenig Gedanken gemacht hast. Der steht jetzt bei 190 Kilometer. Oh Mann, ey, das ist ja ein Abenteuer. Und wir fahren jetzt einfach mal los und gucken, wie wir da hinkommen. Ich will eigentlich nicht back to the roots. Ich bin Tesla verwöhnt. Ich habe keine Lust, Ladestationen zu suchen. Also ich wette, das funktioniert jetzt problemlos heute. Ja, meinst der, du? Guck mal, der hat 337 Kilometer Reichweite, steht hier drauf. Dann wird er 250 Kilometer reale Reichweite haben, denke ich so. Ja, könnte klappen. Und 190 haben wir noch drin, sollten wir bis Hamburg mitkommen. Ich plane jetzt irgendwo auf der Strecke, da ist genug zu laden. Gut, okay, wir versuchen. So, Startknopf drücken. Warte. So, 180 Kilometer zeigt er an. Dieser Wagen, das haben wir gelernt, macht das nur in 10er Schritten. Irgendwie doof, aber ist so. So, und jetzt haben wir hier CarPlay. Ja. Der hat sich schon verbunden. Hat super geklappt. So, und jetzt geben wir mal ein Ziel ein. Und zwar Ziel hinzufügen. Machen wir mal Garten zu Ehren, das ist in Hamburg-Harburg und da sind Ladesäulen. Und wie viele Kilometer sind das? 110 Kilometer, eine Stunde, 6 Minuten und 190 haben wir. Sollten wir schaffen, oder? Je nachdem, wie du fährst. Ich hoffe, du kannst in einem LKW hinterher schleichen. Wir fahren im Sportmodus. So, wir sind jetzt unterwegs. Ich mache mir jetzt schon Sorgen, weil wir sind keine 500 Meter gefahren und die Reichweite ist schon von 190 auf 180 zurückgegangen, weil Dennis recht forsch fährt. Ich fahre ihn überhaupt nicht forsch. Du fährst forsch. Normal und habe ihn auf Sport geschaltet. Wir wollen ganz normal, wie normale Autofahrer wollen wir fahren. Wir wollen jetzt nicht so schleichen wie du immer. Das machen normale Leute nicht, Holger. Ja, ich mache mir echt das. Ja, ich muss das noch mal sagen. Also mit der Kilometerreichweite, die wir im Moment haben, 180 Kilometer, wäre ich nicht losgefahren nach Hamburg. Aber ich bin auch sehr vorsichtig und ich bin noch nie in den ganzen Jahren, wo ich Elektroauto fahre, und das ist sehr, sehr lange, ich bin noch nie liegen geblieben, weil ich immer so vorsichtig bin. Aber Dennis scheint das Risiko zu lieben, oder? Du kennst doch meinen Spitznamen. Reichweitenangst ignorieren. Leute, meine Skepsis wächst. 150 Kilometer Reichweite und wir haben noch nicht mal das Bremer Kreuz erreicht. Dennis, haut rein, was geht? Oh, 130. Dennis, man fährt keine 130. Hier darf man 120 fahren. Also 123 fahre ich jetzt. Ich fließe im Verkehr so mit. Natürlich. Wir wollen E-Mobilität unter Altersbedingungen testen und nicht als Schleichmobilität. So Leute, erste Hürde genommen. Bremer Kreuz ist geschafft. 140 Kilometer haben wir noch drin. Dennis ist immer noch guter Dinge, ne? Das heißt, wie viel haben wir jetzt verloren für die 30 Kilometer? 50 Kilometer. Haben wir 50 Kilometer verbraucht. Ja. Ja. Er atmet tief durch. Ja, wollen wir mal was zu den Fahreindrücken hier auf der Autobahn sagen, Holger? Wie findest du das? Ja, also ich als alter Opel-Fan bin echt begeistert, muss ich sagen, weil das Auto ist extrem leise. Wir fahren jetzt 130 und Windgeräusche nicht zu vernehmen. Sehr, sehr schönes Fahren. Wenn es den als Opel Combo geben würde, hätte ich den schon längst. Das ist für mich auch ein ideales Handwerkerauto für den normalen Tagesbetrieb, ne? Also er fährt sich wirklich angenehm.
Er schwimmt hier im Verkehr mit, er hat ausreichend Kraft in jedem Moment. Er fährt 150. Ich guck mal, dass wir ihn jetzt auf Höchstgeschwindigkeit mal bringen, mal eben. Oh, jetzt blinkt er mal abwechselnd rechts und links. 152, ja, mehr geht nicht. Geht ein bisschen bergab. Und es macht schön Spaß zu fahren. Jetzt geht natürlich die Tankanzeige, die Ladestandanzeige natürlich zurück. Also, und das kann man hier schlecht sehen. Also den prognostizierten Verbrauch und so, das ist alles irgendwie rudimentär. Aber wir haben jetzt noch 66 Kilometer bis zur Ladestation und wir haben 110 Kilometer noch als Reichweite da stehen. Das sollte eigentlich reichen. Deine Beschleunigungsorgie hat eben 10 Kilometer gekostet, ne? Ja, rechnerisch. Ja, Leute, Dennis fährt gerade am Lader vorbei. Ich hatte gehofft, dass er abfährt. Nein, tut er nicht. 60 Kilometer haben wir noch. Müssen wir noch fahren, Dennis? Ja, 13, 14 Kilometer, das sollten wir schaffen. Ja, das könnte tatsächlich hinkommen, ja. Ja, Holger ist ein alter Schisser. Ja. Und ich bin der Reichweitenangst ignoriert. Ja. So deswegen hast du jetzt, deswegen hast du auch die Brille aufgesetzt, damit man das Weiß in deinen Augen nicht sieht, oder was? Ja, Leute, wir sind kurz vorm Lader. 48 Kilometer sind noch drin. Also? Alles geklappt. Der Reichweitenangst-Ignorierer hat recht gehabt. Jetzt muss nur noch der Lader funktionieren. Ja, wir werden sehen. 200 Kilometer sind wir jetzt gefahren. 48 haben wir noch im Akku. Das heißt, reale Reichweite, ich bin irgendwie, ja, 180 Kilometer oder so bin ich Stadtverkehr gefahren und 120 Kilometer Autobahn. Mhm. Dann kommt man ungefähr, ja, 250 Kilometer real eine Reichweite. Bei normaler Fahrweise, wie jeder normale Autofahrer fahren kann. Ja, und jetzt hier mit Autobahnfahrt. Nach 300 finde ich ganz gut. Ultra Fast Charging Station von Allego. 320 kW kann die. Und mal gucken, wie das hier geht. Das ist also einer der Schnelllader. So, und den stecken wir mal rein hier. Dann halten wir mal die Karte vor. Das ist meine SWB-Karte. Und dann. Ach nee, habe ich den falschen ausgewählt. Den nehmen. Falsch gedrückt. Ins Auto, jetzt hat er verriegelt. Und es geht los. Kommen wir mal rüber. 20% haben wir noch im Akku. Tatsächlich, das funktioniert problemlos. Und fährt er die Leistung hoch? 43 kW, ja. 46 kW. 54, 62, 66, ja. 70, kann man schlecht sehen, jetzt 79, 85 ja. kW, 87, 87, 88 kW, 1% schon drin, 22%, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so problemlos ist. Welche Karte hast du genommen? SWB. SWB-Karte. Ja. 89 kW Ladeleistung. Geil. Ach, das ist der Ladebildschirm jetzt. Ja, wunderbar. So, jetzt zeigt er uns das auch an. Das geht aber gleich wieder aus. Und man kann das angucken, wenn die Tür irgendwie zu ist und er verriegelt ist. Also eine Stunde und 15 Minuten sagt er uns, jetzt braucht er noch. Und 29% hat er jetzt drin. Ja, dann machen wir mal voll, ne? Ja. Und gehen in Ruhe einen Kaffee trinken. Ja.
So, das ist hier ein wirklich tolles Gartencenter, Garten zu Ehren. Aber leider ist das Bistro Corona-bedingt geschlossen. Müssen wir im Auto warten. Ja, aber wir können uns hier ein bisschen umgucken. Hallo Thomas, wir sind hier jetzt in Hamburg-Harburg bei Garten zu Ehren. Und wir brauchen jetzt ungefähr eine halbe Stunde bis zur Roten Baumchaussee 58. Und da treffen wir uns dann. Also jetzt ist 11.46 Uhr. Ja, also halbe Stunde. Ich hoffe, das schaffst du auch. Also, bis dann. Tschüss. Ja, Holger, wir sind jetzt angekommen hier. Ja. Wir brauchen gar nicht laden in Hamburg. 220 Kilometer. Wir haben durch die Fahrt vom Lader bis hierher sogar Reichweite gewonnen, weil wir ja Stadtverkehr gefahren sind. Und dadurch, der Verbrauch ist, glaube ich, hatte mal geguckt, der ist auf 14 Kilowattstunden runtergegangen. Und dadurch brauchen wir jetzt gar nicht laden. Unser Zwischenfazit für die Fahrt nach Hamburg? Völlig stressfrei. Ja, selbst wo ich ein bisschen so, da, na, bei der Fahrweise könnte das knapp werden. Nö, überhaupt nicht. Alles super geklappt bis jetzt. Also, reale Reichweite sind von dem Auto, wenn man ganz normal fährt, schafft man 250 Kilometer eigentlich immer. Ohne Probleme, ja. Winter müsste man jetzt mal abwarten. Genau. Ich würde sagen, im Winter wären das so 200 eher. Ist jetzt mein Tipp. Müsste man dann im Winter mal ausmessen. Aber es läuft eigentlich alles ganz problemlos und es ist wirklich. Und Ziel des Tests war ja zu sehen, ob man mit so einem Opel Corsa e, also ein Opel Corsa E oder drei Teslas heute, drei Model S oder zwei Model 3, kann man so sagen, wenn die gut ausgestattet sind. Obwohl, da werden jetzt einige sagen, nein, den gibt es billiger, gibt es schon ab 44.000 Euro, stimmt. Minus alle Rabatte, ja. Ja. Kann man den für so günstiges Geld mittlerweile kriegen, ne? Das Model 3, ja. Ja. Aber mit so einem Corsa geht das auch. Ich fühle mich wohl, ja. Wie findest du das Auto? Ich finde das super, ja. Bin wirklich begeistert. Ich hätte nicht geglaubt, dass es so problemlos geht, ne? Weil Opel hatte ja mit seinem Ampera damals sehr schweren E-Start, ne? Und das scheint jetzt alles zu flutschen, sag ich mal. So, wir haben jetzt gegessen und wollen, kommen vom Mittag zurück, war sehr lecker, war sehr gut und wollen... Holger ist auch zufrieden. Ich muss jetzt ein Bett haben, ja. Ja, aber ihm ist die Laune vergangen, weil... Ja, weil... Gestern ist und wir haben es nicht gezeigt, weil wir dachten, es liegt am Kabel, was nicht original war. Da ist das gesamte Entertainment-System abgestürzt. Wir konnten nicht mehr drehen, wir konnten nicht mehr leiser drehen, wir konnten nicht mehr lauter drehen und er hat wie laut, ganz laut die Musik gespielt. Wir dachten, es liegt am Kabel. Und danach habe ich das Kabel getauscht und es ging CarPlay. Problemlos. Problematisch, ja. Jetzt ist es problematisch, denn es ist abgestürzt. Film mal. Es macht also nichts mehr. Wir auf Quellen gehen. Es geht einfach nicht. Es passiert nichts. So, jetzt wechseln wir mal auf Radio. Auch das geht nicht mehr. Auch das geht nicht mehr. Auf Bluetooth. Jetzt haben wir Radio. Nee. Jetzt gehen wir mal auf Radio. Aber es kommt kein Ton. Doch. Ja, doch, das geht wieder. Jetzt versuchen wir mal zurückzuwechseln, denn wir wollen ja. Und er erkennt CarPlay nicht. Ich werde wahnsinnig. Es ist ja das gleiche Problem wie gestern. Jetzt das gleiche Problem wie gestern. So. Nee, kommt kein CarPlay. Der wird abgestürzt sein, wie wir das gestern auch schon mal hatten. So, jetzt müssen wir Beckstraße 21. Ja, ich nehme mein Handy. Lass mich. Ja, du führst uns da jetzt übers Handy hin. Ja, ich mache hier meine Liste mit Radiosendern, Die wenigstens Radio hören können. Okay, ich mach mal eben. Und jetzt sind wir hier bei Thomas
in der Schanze hier in sein, bei seinen Bars gelandet und steigen wir hier mal aus. So, viele meiner Zuschauer werden dich schon kennen, Thomas. Mich? Ja. Ach, hör auf. Ja, aus alten Zeiten. Tesla, Moore. Als wir noch alle jung waren. Ja, endlich bin ich mal hier in deinen Bars hier. Und das ist Zoe 2. 2 und das ist Zoe 3. 3. Und wo ist Zoe 1? 1 ist im Himmel. 1 gibt's gar nicht mehr. Gibt's nicht, habe ich verkauft. Ich habe überlegt, Zoe 5 aufzumachen. Aus reiner Verwirrung, da gibt es 2, 3 und 5. Aber ja, man muss übertreiben. Ja, und hier drehen wir jetzt das vielleicht dann bald zu sehende und vielleicht legendär werdende Depressionsvideo. Wobei es ganz schön schwierig ist, mit zwei Depressiven einen Termin zu machen. Für beide sagen, das Schlimmste ist Druck. Ja. Ja, sind wir einer Meinung. Ja, sind wir total einer Meinung. Geht überhaupt nicht. Ja. Und ich habe es aber hingekriegt, beide in ein Video zu kriegen. Wir sitzen und Thomas sitzt rechts oder gehe ich nach rechts? Das klären wir gleich. Okay. So, ich glaube, ich gehe in die Mitte, ja, als Moderator. So, ich habe hier das Setup aufgebaut. Hier seht ihr die Bar von dem Thomas. Thomas, wo sind wir hier? Wir sind im Zoe 3 in Hamburg in der Schanze. Das ist hier das totale Innviertel in Hamburg, ne? Absolut. Neben dem Kiez, neben der Reeperbahn ist die Schanze das. Hier ist die rote Flora und alles, was Hamburg berühmt macht. Genau, hier war der G20 direkt vor der Tür. Ja. Gibt es unfassbares Filmmaterial. Ich habe bei mir im Ferienhaus gesessen und habe gesehen, wie vor meiner Tür Live-Randale war. Das war unfassbar. Oh Gott, oh Gott. Und ihr habt ja hier Corona-Maßnahmen eingeführt oder Corona-Schutzmaßnahmen. Überall hier Trennwände, da noch ein provisorischer. Und jetzt, ja. Ja, schön. Wir sind schon wie im Lazarett im Moment. So, und hier, ich filme heute ganz einfach mit dem iPhone. Da habe ich dieses Mikro angeschlossen, denn ich bin alles in einem heute. Also Lichtmann, Tonmann, Kameramann und Moderator. Ja, das sind die Herausforderungen eines YouTubers. Und dann fangen wir jetzt an zu drehen. Wir sprechen uns hinterher. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Witthus und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße alle Zuschauer auf YouTube und alle Zuhörer, die jetzt das Ganze als Podcast hören. So, wir sind fertig hier mit dem Dreh. Die beiden sitzen da noch, haben sich heute das erste Mal gesehen und reden über Holgers Zeit mit Drafi Deutscher. Ja. Holger war nämlich mal Tonmann. Ja, Ton und Licht, beides. Ton und Licht. 30 Jahre lang, ja, und in der Veranstaltungsbranche tätig, ja, mit eigenem Equipment. Hab sehr viele Künstler kennengelernt und auch die Abgründe kennengelernt. Aber auch viele Nette kennengelernt, muss man ehrlich sagen. Ja, und Thomas kennt ja auch alle Künstler, die gehen hier ja ein und aus, oder? Ja, mehr oder weniger. So, auf geht's, jo, nach Hause, wir sind fertig hier. Und es ist leider so, dass Navi über Apple CarPlay funktioniert nicht. Nein. Quellen zeigt er nicht an. Wir müssen ohne Navi jetzt nach Hause fahren. Holger navigiert jetzt mit seinem Handy uns hier aus Hamburg raus. Und wir haben im Akku 220 Kilometer. Damit sollten wir es bis nach Hause schaffen. Ja, Leute, Dennis fährt schon wieder am Lader vorbei. Wir sind auf dem Rückweg jetzt von Hamburg. Aber diesmal bin ich ganz beruhigt. Wir haben noch 180 Kilometer und 102 Kilometer müssen wir nur noch fahren. Eigentlich völlig entspannt. Hier ist Rade, da, wo wir sonst mit dem Tesla eigentlich immer laden nochmal irgendwie. Aber wir sind hier 180 Kilometer drin, 102 Kilometer bis nach Ritterhude. Jetzt mal im Ernst, wir sind nicht voll losgefahren mit dem Auto. Holger, du hast gesagt, oh, oh, geht das gut? Ja, dann haben wir einmal geladen und zwar richtig schnell da. Ja, das war wirklich gut an dem Allegro-Lader. Ja, und jetzt fahren wir
so nach Hause. Und das heißt, das Ding ist völlig alterstauglich. Ja, und wir fahren auch mit voller normaler Alltagsgeschwindigkeit. Also jetzt nicht irgendwie hinterm LKW hinterher ökologisieren oder sowas, sondern ganz normal weg. Alles gut. Und ich habe... Ja, und in Hamburg haben wir nicht geladen und nee, war gar nicht nötig. Ich bin nicht geschlichen und also deine Einschätzung war falsch von heute Morgen. Ja, die war falsch. Ende der Reise. Ja, wir sind wieder heil zu Hause. Ja, jetzt wir nicht stehen geglaubt. Hier bei der Laudelei Betriebstechnik. Wir sind wirklich mit einmal laden hin und zurück gekommen. Ja, und noch nicht mal vollgeladen, ne? Ja, wir haben jetzt noch 70 Kilometer im Akku. Du kommst also locker nach Hause noch. Ja, von hier. Nicht voll losgefahren, da geladen, ja. Also perfekt, alltagstaugliches Auto. Hundertprozentig. Kannst du jedem empfehlen, der ein Alltags-Elektrofahrzeug sucht. Wir waren an einem Hypercharger von Allego. Halbe Stunde nur. Perfekt. Perfektes Auto. Das war Tag 3. Mal gucken, was morgen passiert. Morgen müssen wir ein bisschen ruhiger machen, war auch ein anstrengender Tag. Oh ja. Mal gucken, wie schnell ich das jetzt hochgeladen, geschnitten und hochgeladen kriege. Ich bin auch ein bisschen, ihr seht das, meine Konzentration lässt auch nach jetzt. Also, bis dann und tschüss. Mein Name ist Dennis Wittus. Mein Name ist Holger Laudelein. Macht's gut. Und der sagt jetzt seinen Spruch. Und ihr wisst ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Ja, und ein Abo. Wie ist das mit dem Preis für das YouTube-Abo? Ah, das ist ganz schwierig. Ist das nicht so Drückerkram, dann schließe ich da ein Abo ab und dann komme ich da nie wieder raus? Ein Abo bei YouTube ist nicht umsonst, aber kostenlos. Und wie kann man das beenden, Holger? Was beenden? Ja, wie kann ich ein Abo beenden? Kann ich auch kündigen, wenn ich jetzt hier das Abo annehme? Ich kann jederzeit das Abo kündigen. Deabonnieren nennt man das. Mit einem Klick. Alles klar, bis dann. Tschüss.